So, Freunde, reden wir heute über den Web 3.0 Gaming-Markt. Im Bullrun 2021 hatten wir bereits einen Gaming- und Metaverse-Hype und daher würde man aus dem Bauch heraus denken, ein erneuter Gaming-Hype im nächsten Bullrun ist sehr unwahrscheinlich. Jedoch darf man so nicht denken, denn ich sehe einige rasante Fortschritte im Gaming-Markt. Wenn wir uns diesen Markt generell anschauen, dann hat es mit verpixelten 2D-Spielen angefangen, von der ersten Nintendo über den Game Boy Color bis hin zur PlayStation, Xbox und PC-Spiele. Dann kamen die Mobile Games und in letzter Zeit gab es einen Hype um virtuelle Welten. In all dieser Zeit war eins schon immer klar. Dieser Markt entertaint Menschen, zieht sie in seinen Bann und diese Menschen sind so manch einmal bereit, Abertausende für Spiel und Spaß auszugeben. Ob das jetzt gut ist für die Menschheit, sei erstmal dahingestellt. Wir wollen vom Investieren profitieren. In dieser Entwicklung können wir zwei Sachen sehen. Der Gaming-Markt in den letzten Jahrzehnten ist exponentiell gewachsen. Und als Fakt Nummer zwei kann man sehen, dass bestimmte Spielsektoren einen Boom erleben und dann irgendwann sterben und ersetzt werden. Das gab es hier einmal mit den Arcade-Spielen, welche zu einer Zeit 40 Milliarden US-Dollar ausmachen und nun hier rechts fast nicht mehr existent sind. Genauso erging es auch den Handheld-Produkten wie zum Beispiel die PSP, Game Boy Color und Co. Das Smartphone hat diesen Bereich komplett abgelöst. Zudem hat man mit dem Smartphone alles in einem Gerät. Wir sehen, wie der Mobile-Gaming-Markt explodiert ist und so manche Free-to-Play-Spiele im App Store verdienen mehr als große Spielehersteller. Nun ist hier ganz oben ganz klein der VR-Bereich und das Cloud-Gaming aufgelistet. Man merke an, der Chart ist hier von 2020 und 2021 gab es einen Hype um VR und Metaversen. Diese ist noch nicht eingezeichnet. Nun gibt es eine Regel am Markt. Man muss vorantizipieren und nicht immer hinterherhängen. Haben VR-Spiele und Metaversen das Potenzial, diesen Markt von um die 200 Milliarden US-Dollar zu erobern? Und meine Antwort wäre klipp und klar ja. So hätte ich nebenbei bemerkt, aber nicht immer gedacht. Hätte mich jemand diese Frage 2022 gestellt, wäre ich noch relativ unsicher. Wenn mich 2020 jemand zum Metaversen befragt hätte, würde ich mir denken, wie soll man genug Manpower und Entwickler zusammenbekommen, um diese Vision von Parallelwelten zu generieren? Es wäre sogar mit einer Armee von Entwicklersklaven unmöglich, das volle Potenzial auszuschöpfen. Nun sehe ich in letzter Zeit jedoch, wozu die KI in Kinderschuhen bereits fähig ist. Der 2D-Kunstmarkt wurde schon komplett abgelöst und zerstört durch die KI, welche durch einen Satz Bilder generiert und nun steht die Revolution im Video- und VR-Bereich an. Diese Technologie bewegt sich mit erstaunlicher Geschwindigkeit weiter und ich bin mir sicher, die Vision der Metaverse kann in den kommenden Jahren so bedient werden, wie viele sich das vorgestellt haben. Nun gibt es einige Projekte, die im Kryptomarkt davon profitieren werden. Dazu schaue man sich die Hype-Themen KI und Metaverse Gaming hier an. Wie dem auch sei, viele Projekte aus diesen Hype-Themen gibt es auf meiner EU-regulierten, sicheren und günstigen Partnerbörse Bitvavo. Über meinen Link gibt es 10 € Startguthaben, die ersten 1000 Euro gebührenfrei und ihr unterstützt meine Arbeit. Like und Abo nicht vergessen, bis demnächst, euer Big Daddy.